Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Rückblick auf die vergangene Sitzungswoche. Beginnen wir mit einem Thema, das nicht direkt mit Berlin zu tun hat, das aber natürlich mehr und mehr, muss man sagen, leider um sich greift, nämlich natürlich die Attacken von Migranten im öffentlichen Nahverkehr mit Messern, die in diesem Fall wieder zu zwei Todesopfern in Schleswig-Holstein geführt haben. Das übliche Muster wiederholt sich, die drei üblichen Punkte werden angeführt. Die erste Frage, wie konnte dieser Mann überhaupt nach Deutschland kommen? Hat er überhaupt eine Berechtigung, hier in dieses Land zu betreten? Zweitens, nachdem er bereits abgelehnt ist und nachdem er auch schon straffällig aufgefallen ist, weil er gerade auch aus der Untersuchungshaft gekommen ist, warum war diese Person noch nicht abgeschoben? Und drittens, natürlich, sobald ein Migrant Leute in der Öffentlichkeit ermordet, kommen die Politiker und reden was von, dieser Mann wäre physisch krank. Beginnen wir mit dem letzten. Nein, dieser Mann hat eine sehr, sehr lange Strafakte. Er kommt gerade aus Untersuchungshaft. Dieser Mann ist schlichtweg ein Krimineller. Da liegt keine psychische Krankheit vor. Das können wir an dieser Stelle abhaken. Das nächste ist, warum ist diese Person noch hier? Nun, das Innenministerium in Schleswig-Holstein unter Führung der CDU hat offensichtlich komplett versagt bei dem Fakt, diesen Mann einfach aus dem Land zu bringen, sodass er nicht hier zu einer Gefahr für die Menschen in Deutschland hätte werden können. Und zu guter Letzt natürlich die verfehlte Einwanderungspolitik, die nicht nur unter Nancy Faeser so schlecht geworden ist, die auch schon ihre Vorgänger, Horst Seehofer und davor Thomas de Maizière bis 2014, komplett in den Sand gesetzt haben. Nancy Faeser ist hier nur die logische Fortsetzung dieser komplett falschen Migrationspolitik vom Innenministerium unter Leitung des jeweiligen Kanzlers oder der jeweiligen Kanzlerin. Diese Person hätte das Land niemals betreten dürfen. Die Grenzen müssen gesichert sein und deswegen kann sich an den Zuständen die Leute immer weiter in Deutschland um sich greifen. Erst dann etwas ändern, wenn an der Wahlurne für neue Regierungen auf Landes- wie auch auf Bundesebene gesorgt wird und wenn die AfD dann mal an diesen Regierungsentscheidungen beteiligt wird. Minister Scholz hat bereits zwei Ministerien neu besetzen müssen. Zwei Minister, Frau Spiegel und Frau Lambrecht, haben sie als kompletten Schuss in den Ofen erwiesen. Und ja, das trifft natürlich ganz offensichtlich auch auf Frau Baerbock zu. Wie kaum eine andere Ministerposition ist der Außenminister oder die Außenministerin verantwortlich für jede Nuancierung, was man denn so sagt, in Bezug auf die anderen Nationen und der zwischenstaatlichen Beziehungen. Und von Frau Baerbock jetzt einfach einen Kriegszustand zwischen der Russischen Föderation und Deutschland herbeifantasiert, dann beweist sie damit, dass sie für diesen Job einer Außenministerin komplett ungeeignet ist. Komplett ungeeignet. Da fällt einem überhaupt nichts mehr ein, wie man das kitten sollte, so einen Lapsus zu produzieren in der Öffentlichkeit vor Kameras. Und Herr Scholz muss einfach jetzt die dritte Kerbe in sein Kabinett schlagen und Frau Baerbock einfach aus dem Amt entlassen. Sehr viel schlechter kann es de facto nicht werden. Ja. Bleiben wir bei Versagen der deutschen Politik. In diesem Fall wieder die Raffinerie in Pizika Schwedt. Sie erinnern sich, das Ölembargo gegen die Russische Föderation ist ja nun mittlerweile in Kraft. Und das dient im Prinzip zwei Zielen. Russland soll nichts mehr verdienen an deutschem Öl, am Ölbezug durch Deutschland. Und zweitens, Russland soll keine Macht mehr haben, uns das Öl abzudrehen, wenn der russischen Regierung danach sein sollte. Und die Lösung ist, wir nehmen Öl aus Kasachstan, das durch russische Pipelines nach Deutschland geliefert wird. Mit dem Ergebnis, dass Russland daran verdient für die Durchleistungsrechte, also quasi fürs Nichtstun. Und zweitens, dass Russland nach wie vor, wenn es will, uns einfach den Hahn zudrehen kann. Herzlichen Glückwunsch, liebe Bundesregierung. Aus dem Wort Pipeline-Ölbezug aus Russland habt ihr nur das Öl rausgestrichen, denn die Pipeline ist nach wie vor notwendig, um das kasachische Öl nach Deutschland zu bringen. Es hat sich de facto überhaupt nichts geändert. Ja, und da sieht man wieder, die Realität der deutschen Politik bewegt sich einfach im Rahmen einer Parallelwirklichkeit. Man hätte auch letztes Jahr schon wissen können, dass es ohne das Zutun von russischen Energielieferungen und unter Zuhilfenahme russischer Infrastruktur nicht funktioniert. Und zu guter Letzt die gute Nachricht der Woche. Ja, es gibt gute Nachrichten. Wir haben hier oft berichtet, die AfD macht sich sehr große Sorgen über die Versorgungssicherheit mit Strom und Energie. Hier, wenn diese Dekarbonisierungspläne der Bundesregierung so weitergehen, vor allem ab den 30er Jahren, wenn das alles so groß werden sollte, wenn Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen und so weiter. Zumindest am Stromsektor ist ein Lichtstreifen am Horizont. Die französische Regierung, der Senat, hat mit überwältigender Mehrheit, fast 95%, beschlossen, bis zu 14 neue Kernkraftwerke in Frankreich zu bauen und das so schnell, wie es nur geht. Das heißt, ja, wir haben westlich von uns dann eine große Menge an Stromproduzenten, die uns hoffentlich auch mitversorgen können, um all die Lücken aufzufüllen, die die Abschaltung von guten Kraftwerken in Deutschland, den Kohle-, Braunkohle- und Steinkohlekraftwerken dann in Deutschland reißen wird und die durch Wind und Sonne nicht gefüllt werden wird. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank.
ja, den französischen Senat, dem französischen Volk, wenigstens einer, der sich um die Energie- und Stromerzeugung in der EU tatsächlich Gedanken macht und sich darum konstruktiv kümmert. Die Bundesregierung läuft ja mal wieder nur ihren Dekarbonisierungsmärchen hinterher. Ja, das war's dann für diese Woche aus Berlin. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Interesse und ich bin im Februar dann wieder für Sie da mit neuen, hoffentlich interessanten Geschichten hier aus dem Deutschen Bundestag. Bis dann, vielen Dank und auf Wiedersehen.